Ich heiße Markus Gusenbauer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Donau-Universität Krems im Zentrum für integrierte Sensorsysteme. Hier im Zentrum entwickeln wir intelligente Sensoren und Sensorsysteme für zum Beispiel Medizintechnik, für Umweltanwendungen oder zum Beispiel Industrie 4.0. Unsere Innovation ist zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir ein Messsystem entwickelt, um den mechanischen Stress auf Blutzellen zu messen, der direkt im Fluss. Und auf der anderen Seite haben wir mit diesem Messinstrument eine Pumpe entwickelt, die die Zellen so wenig wie möglich belastet. Also derzeit gibt es halt kommerzielle Pumpsysteme zu kaufen, aber wie wir gesehen haben mit unserem Messinstrument, ist das doch eher ungenau. Wenn man jetzt spezielle Anwendungen hat, so typische Lab-on-Chip-Anwendungen, dann braucht man oft sehr genau die Belastung auf die Zellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, es wird eine Blutprobe genommen vom Patienten, da verändert sich schon die normale Umgebung der Blutzelle. Und wenn man jetzt eine Zelle außerhalb des Körpers analysieren möchte, kann das Ergebnis verfälschen. Die Pumpe funktioniert folgendermaßen. Wir haben zwei Teile, die man mit einem modernen 3D-Druckverfahren drucken kann. Die Materialien sind biokompatibel. Das heißt, es gibt einen runden Kanal, in dem das Blut zirkulieren kann. Und das Blut wird dann durch zwei magnetische Teilchen durch ein externes Magnetfeld angetrieben. Der Kunde kann jetzt sehr spezifisch auf seine Anwendung den Stress auf die Zellen bestimmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einer möchte zum Beispiel nur Zellen zählen. Da ist es ihm egal, ob die jetzt zerstört werden, ob der Membran zerrissen wird. Auf der anderen Seite möchte man vielleicht die einzelnen Zellen auch analysieren. Wie geht es ihnen? Wie ist die Funktionsweise? Und da muss man sehr genau aufpassen, wie sie gestresst wurden bis zu dieser Analyse. Von den Highlights gibt es eigentlich drei für mich persönlich. Das erste Highlight war auf jeden Fall, als wir diesen Pumpen-Prototyp in den Händen gehalten haben. Das zweite Highlight war dann auf jeden Fall, als wir gesehen haben, es pumpt. Und das dritte Highlight war dann auf jeden Fall, als wir gesehen haben, die Zellen werden sehr wenig belastet.